lieber Horst Seehofer, lieber Wolfgang Stefinger, lieber Markus Blume, lieber Bernd Fabricius, liebe Freunde, liebe Truderinger, liebe Münchner, ob Kinder, Erwachsene, Großeltern, danke, dass Sie Verständnis hatten, dass ich Dienstag nicht kommen konnte zusammen mit Horst Seehofer. Danke, dass Sie aber heute so zahlreich gekommen sind. Das ist ein toller Anblick hier bei den Truderinger Festwochen. Und mir war es ganz wichtig, lieber Wolfgang Stefinger, dass wir es noch innerhalb dieser Truderinger Festwochen hinbekommen, dass ich hier bin. Vor 4 Jahren, fast auf den Tag genau, war ich hier. Heute wieder. Wunderschön. Dankeschön. Und ich bedanke mich auch für das Verständnis, das Sie am Dienstag gezeigt haben. Ich habe vorgestern noch mit der britischen Premierministerin über das gesprochen, was da in Manchester passiert ist. Und wenn so viele Kinder und Jugendliche zu einem Konzert gehen, ihres Idols, und dann jemand diesen Traum, diese Freude einfach zerstört, indem er einen Anschlag, einen islamistischen, terroristischen Anschlag verübt, dann können wir alle nur zusammenstehen, Großbritannien und Deutschland, und alle miteinander sagen, wir lassen uns unsere Art zu leben nicht kaputt machen. Wir stellen uns mit allem gegen diesen schrecklichen Terror. Und wir tun als Staat auch alles Menschenmögliche, so wie Horst Seehofer es eben gesagt hat, um die Sicherheit der Menschen zu gewährleisten. Und deshalb lassen Sie mich auch beginnen damit, dass ich ein herzliches Dankeschön sagen möchte an all die Polizistinnen und Polizisten, an all die Sicherheitskräfte, die Tag für Tag dafür Sorge tragen, dass wir sicher leben können. Sie haben es nicht verdient, dass man Ihnen mit Misstrauen begegnet, sondern Sie haben ein herzliches Dankeschön verdient, meine Damen und Herren, weil Sie unser Leben in Freiheit möglich machen. Und ich weiß natürlich, dass ich vor 4 Jahren hier war, damals noch auf Einladung von Berti Frankenhauser, dem Vorgänger von dem jetzigen Bundestagsabgeordneten Wolfgang Stefinger. Und ich bin, lieber Wolfgang Stefinger, gerne wiedergekommen. Wiedergekommen, weil Wolfgang Stefinger ein toller Kollege ist, ein Kollege, der sich um die Zukunft Deutschlands kümmert in dem Ausschuss für Bildung und Forschung, aber der sich genauso um die Tradition kümmert hier in seiner Heimat. Dankeschön dafür und auf weitere gute Zusammenarbeit. Er muss wieder in den Bundestag kommen. Das ist mein persönlicher Wunsch und da unterstütze ich ihn gerne. Meine Damen und Herren, liebe Freunde, wir sind in einem Wahljahr. Am 24. September diesen Jahres wird der Deutsche Bundestag neu gewählt. Und wir haben als CDU, als Christlich-Demokratische Union schon versucht, in den ersten Monaten dieses Jahres gute Erfolge zu erzielen. Und ich glaube, Sie grüßen mit mir von hier aus München, aus Truderingen, ganz herzlich Annegret Kramp-Karrenbauer, die im Saarland wieder gewonnen hat. Ganz herzlich unsere Kolleginnen und Kollegen, unsere Freunde in Schleswig-Holstein mit Daniel Günther, der neuer Ministerpräsident werden muss, und in Nordrhein-Westfalen, dem bevölkerungsreichsten Bundesland der Bundesrepublik Deutschland, wird es mit Armin Laschet auch einen CDU-Ministerpräsidenten geben. Das sind gute Vorlagen für das, was wir gemeinsam im September erreichen wollen. Und unser Ziel ist klar,
Und Horst Seehofer und ich, wir arbeiten zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Regierungsprogramm ganz intensiv daran. Wir wollen, dass am Abend des 24. September die Union, CDU und CSU wieder stärkste Kraft in Deutschland sind und dass man gegen uns keine Regierung bilden kann. Dann ist Deutschland auch auf dem Weg, wieder gut regiert zu werden, meine Damen und Herren. Und das brauchen wir. Wir brauchen keine Experimente von Rot-Rot-Grün. Wir brauchen eine stabile Regierung für Deutschland. Und darum kämpfen wir gemeinsam. Aber wir wissen, dass das alles hart erarbeitet werden muss. Und deshalb bin ich auch sehr gerne heute zu Ihnen gekommen, obwohl ich in den letzten Tagen ja auf internationalen Konferenzen war. Denn es zählt am 24. September ja nicht die Frage, wie es am Abend Frau Merkel oder Herrn Seehofer oder Herrn Stiffinger oder all den anderen Bundestagsabgeordneten geht, sondern Sie, jeder Einzelne von Ihnen, wird am 24. September eine Entscheidung treffen über die Frage, wie geht es denn mit meinem Leben weiter? Was bedeutet dieser Tag der Bundestagswahl für mich? Wie glaube ich, dass meine Träume, meine Vorstellungen, meine Ideen, die für meine Familie, für meine Kinder, für meine Enkel, für meine Eltern, wie können die am besten verwirklicht werden? Und dafür machen wir Ihnen als politische Parteien ein Angebot. Und deshalb arbeiten wir so ernsthaft am Regierungsprogramm. Und deshalb bin ich heute gerne hier, um Ihnen genau dies zu sagen. Wir arbeiten für die Menschen in Deutschland, für die Sicherheit der Menschen und für den Wohlstand der Menschen. Und das muss unser Programm widerspiegeln. Das wird natürlich eine harte Auseinandersetzung. Und deshalb habe ich mir überlegt, vielleicht sollte man sich eine Anleihe nehmen und ich mir eine Anleihe nehmen bei einem alten Schlachtross sozusagen, einem Urgestein bayerischer Politik. Horst Seehofer guckt ganz gespannt, was jetzt kommt. Aber ich glaube, wenn ich sage, ich hole mir Rat bei Franz Josef Strauß, dann ist das, bin ich auf der richtigen Seite. Franz Josef Strauß hat einmal gesagt, dankbar rückwärts, mutig vorwärts, gläubig aufwärts. Und ich glaube, dass dieser Satz sehr, sehr vieles beinhaltet. Das ist ein Dreiklang, nach dem auch ich und nach dem die Union arbeitet. Dankbar rückwärts, natürlich wissen wir, dass Wahlen kein Erntedankfest sind, sondern Wahlen schauen in die Zukunft. Aber Menschen fragen sich natürlich, ist das, was da versprochen wurde, denn auch gemacht worden? Und wie ist man mit schwierigen Situationen umgegangen? Und deshalb, meine Damen und Herren, kann ich das wiederholen, was Horst Seehofer schon gesagt hat. Als ich 2013 im Mai hier vor Ihnen stand, und als wir unser Regierungsprogramm damals aufgesetzt haben, da haben wir Dinge gesagt, von denen können wir heute sagen, versprochen und gehalten und nicht wie bei anderen, versprochen, gebrochen. Das macht den Unterschied und darauf sind wir stolz. Wir wollten die Zahl der Menschen, die Arbeit haben, noch einmal steigern. Und wir können heute sagen, dass wir die Arbeitslosigkeit, seitdem ich Bundeskanzlerin bin, wirklich halbiert haben. Als ich Bundeskanzlerin wurde, als ich im Jahre 2005 Bundeskanzlerin wurde, da hatten wir im Frühjahr 2006 5 Millionen Arbeitslose in Deutschland. Heute sind das genau die Hälfte. Und das bedeutet Millionen neuer Arbeitsplätze.
Und das ist ja keine nackte Zahl, sondern das heißt, Millionen von Menschen, Millionen von Familien können aus eigener Kraft ihr Einkommen erwirtschaften, können das tun, was sie gerne tun, können sich in der Arbeit einbringen. Und meine Damen und Herren, das ist Ihr, ganz persönlich Ihr Verdienst natürlich, weil Sie das als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, als Unternehmer sehr gut tun. Aber wir haben halt erlebt, man kann in der Politik auch viel falsch machen und kann der gute Wille der Menschen sich nicht entfalten. Und deshalb haben wir das gemeinsam hinbekommen, Halbierung der Arbeitslosigkeit. Und daran können wir anknüpfen. Und in Bayern stehen Sie wirklich gut da. Bayern hat ja fast an allen Stellen Vollbeschäftigung. Glückwunsch, Horst Seehofer. Glückwunsch der bayerischen Staatsregierung und allen Staatsministern, auch Herrn Spähnle, der ja heute auch hier ist. Und, meine Damen und Herren, wir haben Wort gehalten. Wir haben die Steuern nicht erhöht. Und wir haben in der gesamten Legislaturperiode einen ausgeglichenen Haushalt gehabt. Sie in Bayern haben sogar Überschüsse. Das schaffen wir in Berlin noch nicht. Und die Überschüsse werden jetzt ja noch größer, wenn der Bund-Länder-Finanzausgleich verabschiedet wird. Aber auch das, das will ich ausdrücklich sagen, auch das war ein Thema in unserer Koalitionsvereinbarung, in unserem Regierungsprogramm, weil es nicht angeht, dass fast nur noch ein Bundesland alle anderen Bundesländer sozusagen ausgleicht. Und deshalb haben wir gesagt, Bayern muss natürlich etwas zahlen, aber weniger zahlen. Und das haben wir auch durchgesetzt. Und als ich jetzt in den vergangenen Wochen in Nordrhein-Westfalen und in Schleswig-Holstein unterwegs war, da konnte ich auch gerade im Blick auf die innere Sicherheit immer wieder sagen, schaut nach Bayern. Dort sind die Statistiken besser. Da gibt es weniger Wohnungseinbrüche, da gibt es eine höhere Aufklärungsrate. Und meine Damen und Herren, wir haben in dieser Legislaturperiode, in den letzten 4 Jahren, so viele Gesetze zur Verbesserung der inneren Sicherheit gemacht. Ohne die Union wäre das überhaupt nicht möglich gewesen. Wir sagen nicht nur Null Toleranz, sondern wir handeln auch. Und das unterscheidet uns von unseren Mitbewerbern. Und ein Grund zum Beispiel, nur einer, warum in Nordrhein-Westfalen die Regierung abgewählt wurde, war die Tatsache, dass man eben einfach keine Schleierfahndung in der Nähe der Grenze macht. Und wie viele Drogendealer, wie viele korrupte Leute sind hier schon gefasst worden an den Grenzen durch die bayerische Schleierfahndung? Und die Menschen in anderen Bundesländern sagen, wir wollen das, was wir in Bayern sehen, was funktioniert, auch haben. Und das hat auch mit zum Regierungswechsel beigetragen. Und daran sieht man, dass wir das durchsetzen müssen. Gleiches Sicherheitsniveau für alle Menschen in Deutschland. Das ist unser Anspruch. Und meine Damen und Herren, ich weiß, dass das etwas war, was wir alle nicht erwartet hatten. Aber wir waren 2015 vor allen Dingen vor eine harte Herausforderung gestellt und vor eine große Aufgabe, als so viele Menschen zu uns kamen, die Zuflucht suchten und die vor Krieg und Verfolgung aus ihrer Heimat weggegangen sind. Und natürlich haben wir inzwischen geordnet gesteuert. Aber vor allen Dingen bleibt bestehen, dass gerade die Menschen in Bayern unglaubliche Hilfsbereitschaft gezeigt haben, Ehrenamtliche, Hauptamtliche angepackt haben. Und dafür möchte ich Ihnen heute hier auch ein herzliches Dankeschön sagen. Das war in einer Sondersituation eine tolle Sache. Und wenn man sich anschaut, was Bayern hier für die Integration tut, für die Sprachausbildung, was die bayerische Wirtschaft für Praktika macht, dann kann ich wieder sagen, Dankeschön. Und meine Damen und Herren, deshalb können wir heute sagen, wir können beim Blick zurück
dankbar sein für das, was wir geschaffen haben. Aber das war ja nur der erste Teil des Dreiklangs von Franz Josef Strauß. Und er hat eben, und das hat ihn ausgezeichnet, gesagt, egal wie gut es gerade geht, wir müssen immer wieder mutig nach vorne gehen. Und dieses mutig nach vorne gehen, das brauchen wir heute mehr als in anderen Zeiten. Schauen Sie sich die Welt an. Schauen Sie sich auch an, wie viele Schwierigkeiten es gibt bei Dingen, die uns ganz selbstverständlich erschienen. Und da ist es wichtig, dass wir hier in Deutschland das Richtige tun, damit Wohlstand, Sicherheit und Zukunft auch gewährleistet werden. Und ich will vielleicht als erstes auf die großen Herausforderungen im Bereich der Wirtschaft Bezug nehmen. Wolfgang Stefinger ist als junger Abgeordneter in den Ausschuss für Forschung und Bildung gegangen. Und das nicht, weil man ihn dahin gezwängt hat, sondern weil er, wie er eben hier auch gesagt hat, Laptop und Lederhose gleichermaßen als Münchner Abgeordneter ernst nimmt. Und der Laptop, der ja quasi stellvertretend für all das steht, was unser Leben verändert in der Zeit des Internets, das müssen wir so bewerkstelligen, das müssen wir so beherrschen, dass wir auch die Arbeitsplätze der Zukunft bei uns haben werden. Und das wird ein schönes Stück und ein wirklich wichtiges Stück Arbeit sein. Und schauen Sie, Parteien, die Geld ausgeben können, die gibt es im Deutschen Bundestag zuhauf. Aber wie erstmal das Steuergeld eingenommen wird, darüber wird zu wenig gestritten in Deutschland. Und deshalb danke ich der bayerischen Staatsregierung, aber ich danke eben auch denen, die sich um Forschung, um Innovation, um Entwicklung, um Bildung kümmern. Wir müssen für die Zukunft vorsorgen, denn die Welt verändert sich und wir wollen uns mitverändern, damit wir auch die Arbeitsplätze der Zukunft bei uns in Deutschland haben. Und deshalb ein herzliches Dankeschön all denen, die als Handwerker, kleine Unternehmen, mittelständische Unternehmen, Familienunternehmen und als große Unternehmen Arbeitsplätze schaffen. Wir können viele Gesetze machen. Wir können aber niemandem vorschreiben, dass er etwas unternimmt. Schauen Sie, wenn der Wirt heute hier in diesem Festzelt gesagt hätte, wenn die Merkel Dienstag nicht kommt, was soll ich mir Sonntagmittag noch mal so eine Arbeit machen? Wenn die Leute gesagt hätten, wir packen hier nicht noch mal mit an, dann hätte man das nicht befehlen können. Das sind freie Entscheidungen und wir können dankbar sein, wenn Menschen etwas unternehmen, wenn sie bereit sind, sich einzubringen und Arbeitsplätze zu schaffen. Und deshalb sage ich danke für all die, die das tun. Und dafür müssen wir die Rahmenbedingungen richtig schaffen. Und Horst Seehofer weiß ja, welche Neiddiskussionen wir geführt haben bei der Frage der Erbschaftssteuer. Bundesländer und Länderfinanzminister von Rot-Grün, die sich überhaupt sonst nie darum kümmern, wie sie mal ein paar mehr Einnahmen als Steuern kriegen können, haben plötzlich gedacht, jetzt können wir es auf Kosten der Familienunternehmer machen. Und wir haben gesagt, nein, Familienunternehmen, das ist der Stolz und das ist das Rückgrat Deutschlands. Die arbeiten von Generation zu Generation nachhaltig, verantwortungsvoll. Und die wollen wir schützen, meine Damen und Herren, und nicht schröpfen. Das war unser Angang und das war richtig. Und seitdem ich Bundeskanzlerin bin, haben wir unsere Ausgaben für Forschung und Bildung in Berlin verdoppelt. Mehr als verdoppelt sogar. Warum? Weil wir doch wissen, gut bezahlte Arbeitsplätze wird es in Deutschland nur geben, wenn wir auch forschen, wenn wir entdecken, wenn wir entwickeln, wenn wir auf der Welt vorne mit dabei sind. Und es gibt ja schon Bereiche, da sind wir das nicht. Wenn Sie mal alle Ihr Handy oder Ihr Smartphone aus der Tasche nehmen, da steht kein deutscher Name drauf. Und das finden Sie alle ganz toll. Aber wir brauchen natürlich in der Zeit des Internets auch Arbeitsplätze in Deutschland.
Und deshalb freue ich mich, dass wir für die Start-ups was gemacht haben, dass München, aber auch Berlin inzwischen Orte sind, an die die internationalen Firmen kommen und sagen, forschen, entwickeln, das können wir in Deutschland gut. Und da wollen wir auch weiter gute Partner sein. Und auch wenn wir relativ gut dastehen, so haben wir immer noch zu viele Menschen, die lange Zeit arbeitslos sind. Und deshalb wird gerade in der nächsten Periode, in den nächsten 4 Jahren, von allergrößter Bedeutung sein, was können wir für die tun, die heute noch keine Arbeit haben? Wie können wir qualifizieren? Und was können wir vor allen Dingen für die Kinder tun, die in den Elternhäusern aufwachsen, in denen die Eltern arbeitslos sind? Und deshalb ist es richtig, den Kita-Ausbau voranzubringen, den Kindergarten voranzubringen, die Kinder in den Schulen zu fördern und die Berufsausbildung genauso zu fördern wie das Studium. Ich glaube, gerade es muss klar sein, der Master und der Meister müssen uns gleich viel wert sein. Das ist die deutsche Stärke gewesen und das muss auch weiter so bleiben. Und wir wissen, dass wir inzwischen ganz unterschiedliche Probleme haben. In München, da ist es gar nicht so einfach, eine Wohnung zu finden. Das ist ein Riesenthema. Und deshalb wird eines unserer Themen sein, zu fragen, wie können wir jungen Familien wieder helfen, auch Eigentum zu erwerben. Und deshalb ist das Thema Baukindergeld für uns ein ganz wichtiges im Regierungsprogramm. Wir wollen nicht nur, dass die früheren Generationen Eigentum erwerben konnten, sondern wir wollen es auch für die zukünftigen Generationen wieder möglich machen. Eigentum verpflichtet, Eigentum hilft und Eigentum soll möglichst vielen zugänglich sein. Aber so wie viele Menschen nach München wollen, so komme ich aus einer Region im Norden Deutschlands, aus Vorpommern. Da fahren viele Menschen gerne in Urlaub hin, Insel Rügen, der Darß, die Ostsee, wunderbar. Aber viele junge Menschen ziehen eben auch weg. Und dort haben die Menschen ganz andere Sorgen. Und solche Regionen gibt es auch in Bayern, wo man sich fragt, was ist mein Haus eigentlich in Zukunft noch wert, wenn kein junger Mensch dort mehr leben will. Und deshalb müssen wir auch eine Politik für die ländlichen Räume machen. Für diejenigen, die auf dem Lande arbeiten, für die Bauern, für die, die in der Nahrungsmittelwirtschaft arbeiten. Es ist doch nicht in Ordnung, wenn man jeden Tag unsere Landwirtschaft an Pranger stellt und anschließend sagt, wir wollen aber regionale Produkte essen. Wir wollen eine starke Landwirtschaft in Deutschland und regionale Produkte essen. Das ist unser Anspruch und den werden wir auch weiter hochhalten. Und Bayern hat eine ganz kluge Politik gemacht. Die müssen wir im ganzen Land machen. Nämlich nicht immer nur neue Ansiedlungen in München, sondern eben auch neue Universitäten in anderen Städten Bayerns, damit überall die Menschen gut leben können. Und das ist das, was am 24. September von uns erwartet wird. Dass es nicht nur an ein paar Stellen richtig gut geht, sondern dass Menschen überall Hoffnung für ihr Leben haben können. Und das wird in unserem Regierungsprogramm deshalb auch eine große Rolle spielen. Aber wenn wir jetzt sagen, mutig vorwärts, oder besser gesagt, Franz Josef Strauß hat das gesagt, dann lohnt sich ja auch mal ein Blick über unsere Grenzen hinaus. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich finde, angesichts dessen, was wir an Auseinandersetzung in den Niederlanden, in Frankreich bei den Wahlen gesehen haben, ist uns allen vielleicht noch mal bewusst geworden, was für ein Schatz doch Europa für uns ist. Jahrzehnte von Frieden, wo früher Krieg herrschte. Die Möglichkeit, sich zu bewegen, die Möglichkeit für die Jungen, irgendwo zu studieren, die Möglichkeit, Waren zu exportieren, ein gutes Miteinander und die Gemeinsamkeit von Werten, die uns wichtig sind. Sicherheit und Freiheit, aber eben Freiheit, die Meinung zu sagen, Freiheit bei der Presse, die Freiheit, die Religion auszuwählen und ein friedliches Leben der Religion zusammenzuschaffen,
Und da ist Europa eine Gemeinsamkeit des Friedens und der Freiheit. Und deshalb lohnt es sich, für dieses Europa auch zu kämpfen. Und deshalb sage ich auch aus voller Überzeugung, ich wünsche meinem neuen Kollegen in Frankreich, dem neuen französischen Präsidenten Emmanuel Macron, alles Gute für sein Land, dass die Menschen dort auch Arbeitsplätze haben werden, dass die Menschen eine Zukunft haben, dass die jungen Menschen wieder an Europa und an ihre Zukunft glauben. Und wo Deutschland helfen kann, wird Deutschland helfen, weil es Deutschland auf Dauer nur gut geht, wenn es Europa gut geht, meine Damen und Herren. Und die Zeiten, in denen wir uns auf andere völlig verlassen konnten, die sind ein Stück vorbei. Das habe ich in den letzten Tagen erlebt. Und deshalb kann ich nur sagen, wir Europäer müssen unser Schicksal wirklich in unsere eigene Hand nehmen. Natürlich in Freundschaft mit den Vereinigten Staaten von Amerika, in Freundschaft mit Großbritannien, in guter Nachbarschaft, wo immer das geht, auch mit Russland, auch mit anderen Ländern. Aber wir müssen wissen, wir müssen selber für unsere Zukunft kämpfen, als Europäer, für unser Schicksal. Und das will ich gerne mit Ihnen gemeinsam tun. Und nun zum dritten Punkt, gläubig aufwärts. Das ist nun weit gefasst. Ich mache mal heute den bodenständigen Teil von gläubig aufwärts. Aber es spielt ja an auf unser christliches Menschenbild, was von Anfang an CDU und CSU geprägt hat. Und dieses christliche Menschenbild, das heißt für mich als erstes einmal, dass jeder von uns verschieden ist, seine eigene Kraft, seine eigenen Talente, seine eigenen Schwächen hat. Man kann auch sagen, Gott hat uns alle ganz unterschiedlich geschaffen. Und wir sind aufgerufen, das ist die christliche Botschaft, unsere Verantwortung für andere zu übernehmen, das ist unsere Freiheit. Wir sind nicht geboren frei von was, dass wir sagen können, das mache ich nicht und das mache ich nicht. Das ist nicht die Freiheit des christlichen Menschenbilds. Die Freiheit des christlichen Menschenbilds heißt Freiheit, um Verantwortung für andere Menschen zu übernehmen. Und da jeder Mensch frei ist, ist nicht die Freiheit von Einzelnen unbegrenzt und die der anderen begrenzt, sondern jeder soll Freiheit in Verantwortung leben können. Und das ist... Und das spiegelt sich doch in dem wieder, was ich heute hier erlebt habe, was wir gemeinsam erlebt haben. Die Truderinger Böllerschützen, die Fahnenabordnung, der Truderinger Musikverein, das sind alles Entscheidungen von Menschen, die sie freiwillig getroffen haben und das ist ein starkes Stück Deutschland. Das ist doch wirklich unser Ehrenamt. Wir haben über 20 Millionen Ehrenamtliche bei etwas über 80 Millionen Einwohnern.
Das heißt, jeder Vierte in diesem Land bringt sich im Ehrenamt für dieses Land ein. Und das ist ein tolles Stück Deutschland, das es selten so auf dieser Welt gibt. Ich habe es mir neulich noch am Beispiel der Freiwilligen Feuerwehr noch mal angeschaut. Von 2074 Städten, glaube ich, in Deutschland, gibt es nur 100 Städte mit einer Berufsfeuerwehr. Alle anderen Städte haben nur eine freiwillige Feuerwehr. Über 1 Million Menschen, die jeden Tag ihren Dienst tun. Und davon wieder eine tolle Jugendfeuerwehr. Und das sind die Traditionen, die müssen wir beibehalten. Da müssen wir bei den Jungen dafür werben. Da müssen wir alles dafür tun, dass die staatlichen Rahmenbedingungen so sind, dass das weitergeht. Da müssen wir die Unternehmer bitten, das auch weiter in der Freistellung der Arbeitnehmer zu tun. Das wollen wir auch im 21. Jahrhundert, auch in der Zeit des Internets, auch in der Zeit, wo wir manchmal gar nicht mehr miteinander reden, sondern nur noch aufs Handy gucken. Dieses Ehrenamt soll weiter bestehen. Dafür werde ich mich einsetzen, ob THW, ob Feuerwehr, ob Verein. Und dass Wolfgang Stefinger gut ist im Ausschuss für Forschung und Bildung, das hatte ich auch schon mitgekriegt. Aber dass er bei Ihnen noch mehr bekannt ist für das Thema Traditionspflege, das habe ich erst in Vorbereitung dieses Aufenthalts hier bei den Truderinger Festwochen gelernt. Er hat sich eingesetzt für etwas, was ich wunderschön finde und was unsere Städte prägt und weiter prägen soll, nämlich für den Fortbestand der Märkte. Und nicht nur des Viktualienmarkts, sondern eben auch des Wiener Markts. Und dafür ein ganz herzliches Dankeschön. Das ist Traditionspflege im wahrsten Sinne des Wortes. Denn so ein Markt, da treffen sich die Menschen, da sehen sich die Menschen, da werden lokale Produkte verkauft, da weiß man, was die Heimat ausmacht. Und bei Ihnen ist es anders als bei mir im Norden, das ist ja klar. Aber es ist ja schön, dass es anders ist. Es ist doch schön, dass wir nicht alle eine Einheit sind, sondern dass wir gemeinsam verschieden sind. Einheit in Vielfalt, das ist das, was Deutschland prägt. Und das ist das, was Deutschland auch in Zukunft prägen soll. Und in diesem Sinne wird auch die gute Zusammenarbeit von CDU und CSU weitergehen. Dankeschön, dass ich heute hier sein kann. Lassen Sie uns gemeinsam kämpfen für den 24. September.